Wir sind hier, wie gesagt, in der Stadt, für erstens mal ein bisschen nach Kontakt zu kommen mit unseren Mambren. Wir sind nur Bayern bei 1000 Mambren, also fehlen da nicht mehr ganz viel. Wir hoffen, dass wir die spätestens nächste Woche kriegen, wenn wir auf dem Walferbischer-Deich mit einem Stand vertrauen, dass wir noch Kontakte mit Leuten tun, dass wir vielleicht den anderen als Mambren abgeholt kriegen in dem Moment. Es geht also im Lützeburger Spruchzentrum 1971, setzen wir uns dafür an. Für alles, was Lützeburg ist, apart für den Spruch, so steht in den Statuten. Und ich denke, du hast vieles gelernt in der Zwischenzeit von der guckt, 71, die Zeit war noch praktisch nicht in der Zeitung auf Lützeburg, es gibt keine Annoncen auf Lützeburg, es gibt weniger Fischen auf Lützeburg, es sind nicht viele Publikationen rausgekommen. Da hat sich ganz vieles geändert. Wir waren mit der ersten Spruchkuren, die wir uns organisiert haben, heute da Gott sei Dank, dass da dann staatlich Hand übergegangen, wo ganz viele Leute reinkommen, Lützeburg lehren. Ich denke, das ist ein gutes Sache, es geschieht vieles für den Lützeburger Spruch. Das ist nicht, dass alles am Rängen ist, das natürlich bleibt noch vieles. Zu denen muss man noch gucken, dass wir eben als Spruch erhalten kriegen. Und das geht eben dank den Leuten, die uns unterstützen, dank ich, die da dabei sind, die da ein Herz für Lützeburger Spruch haben, die da also auch unterstützt, dass wir können überall da antreten, wo wir etwas für den Spruch können machen. Ich gebe hier ein Beispiel, den Tram wird gebaut, im Moment sind wir ein bisschen geplant, man hat eine Schandtäne. Aber was Lützeburger Spruch ist aber wichtig, wir haben einen Brief geschrieben gehabt und die Direktion vom Tram und Stadt der Gemeinde noch und den Transport Minister, dann wurden hier proposiert, Lützeburg nimmt für Tramstationen zu machen. Am Resultat hat man halt nicht von Rouge und mehr Rotbrück, und dass man Lützeburg nimmt und das geht so weiter bis eben auf Garen oder River raus. Ich meine, das sind so Kleinigkeiten. Man hat noch einen Brief geschrieben, neue Stadion, den könnt. Wir proposiert, wir sollen eine Rote Leif nennen. Wir werden nicht. Wir müssen immer gucken, wer daraus erkennt. Wir werden, muss jetzt Stade de Luxembourg sein. Da verstehen die Ausländer doch mehr. Ich meine, wenn man wieder am Ausland Fußball guckt, versteht man auch nicht unbedingt, wie der Name von dem Stadion ist. Vielleicht können Sie etwas helfen. Es sind lauter so kleine Sachen, die wir wollen machen, kleine Aktionen. Wir haben eine Aktion Lützeburg, wo wir uns eben ansetzen für den Lützeburger Spruch. Und ganz besonders in Ula ist es eben auch, sich für den Spruch anzusetzen, für die Leute, die hinkommen, die vielleicht nicht Lützeburger sind, die wollen den Spruch lehren. Und da gibt es auch vieles gemacht, an denen du viel engagiert hast, dass der Jérôme Lulling, den schon Werbentabellen auf Französisch rausgehen hat, heute stellen wir uns, ich Werbentabellen von Englisch hier, auf Lützeburg stellen wir uns vier. Und dafür sind ich froh, dass wir eben heute hier ehren können. Seit 1984 gibt Lützeburg, Lützeburg-Bahl all Jahr ein Plakett raus, ein Silber-Plakett mit den drei Kapherren von unserem Spruch Dix, Rodin, Schlenz. Für Leute zu ehren, die besonders verdienst haben für einen Spruch. 1984 gehen wir die selber Plakat raus, und da sind ganz eminent Leute dran, wie den ersten in den Kredit werden, Herr Pierre Werner, dem als vier Sprüche gesetzt, was 84 zu bestimmt genossen. Man hat auch Leute wie Tietz Schreder, Will Reuland, Norbert Weber, René Kartheiser, Gerhard Schlechter, Peter Schlechter. Und der Pierre Krämer, sind ich ganz froh, den das 100 Jahre gekriegt hat. Der Pierre Krämer hat auch 1981 selber Plakett von der Lützeburger Spruch gekriegt. Josy Braun, Alois Rath, Janine Theis, Ferner Lorang, Emil Angel, und so weiter als zwei freie Erzbischöfe hängen auf Frank für Lützeburger Spruch in der Kirche. Die Walfer Gemeinde haben wir für uns zwei Jahre für sie zu encouragieren, dass wir etwas für die Bücher, vor allem für die Lützeburger Bücher machen. Ich denke, das freut uns ganz schön. Heute geht es um den Jérôme Lulling. Jérôme, ich will kurz vorstellen, die meisten von uns kennen, ich bin zu dem Nummer vielleicht noch nicht alles, was dein Leben schon ausgemacht hat, aber das auch zu sehen, was für eine Persönlichkeit oder Hand sticht. Nach der Primärschule zu Bielis wird den Jérôme sein Premier am Medisches Lycée zuerst gemacht auf der Sektion A-Klassik. Von 1992 bis 2002 wurde beim Professor Dr. Schanen zu Montpellier Linguistik studiert. Nach seiner Magisterarbeit mit dem Titel Luxemburgisch heute Bestandsaufnahme und Veranschaulichung aus dem Jahr 1996, also die Vierugang mit einem Memoir, den hier Timo lebt und Doktorat über die lexikalische Kreativität am Lützeburg zu schreiben. Parallel dazu wird eine Datenbank mit 125.000 Wortformen für den ersten Spellchecker für die Lützeburg ausgeschafft. Und zusammen habe ich beim CPLL, von dem und mit dem CRP Gabriel Liebmann noch.
Zusammen mit Herrn Schanen hat er sehr auch einen Text koordiniert über die letzte Beschreibung selbst geschafft, in 2003 um Sit vom CPNL veröffentlicht wurde. Nur Disputation von seiner Doktorthese im Jahr 2002 hat er an einer ganzen Reihe von Bücher, DVDen und auch computerlinguistischen Instrumente geschafft, die als Spruch mit zugänglich zu machen. Hier nehmen wir ein paar Beispiele. 2003 Entwicklung vom Online-Diktionär LuxDico, zusammen mit Herrn Schanen, der 2004 bei der Edition Schorcher publiziert wurde, und 2008 eine Kollaboration mit Miriam Welch-Billig auf Deutsch übersetzt wurde. Eine englische Version kommt nun 2012 heraus. 2005 wird Jerome zuständig für die Übersetzungen von den Microsoft-Produkten und zusammen mit dem CPLL an der Übersetzungsfirma Meetings. 2009 hat er zusammen mit seiner Großtante Astrid Lulling eine Reihe von Videolektionen auf YouTube publiziert, die bis dato hat er schon 1.167.145 Mal geguckt haben. Also über 1,6 Millionen Mal. Also muss ich mal merken. Ne? Und das, ja, das Lektionen dürfen dann auch in Form von einer DVD auf 4 verschiedene Sprachen veröffentlichen. 2014 kommt sein Buch Werbentabellen auf Plötzeburg mit französischen Übersetzungen raus. 2016 wird zusammen mit RTL an der deutschen Firma Ratefuchs die erste Online-Kreuzworträtseln auf Plötzeburg entwickelt. Seine Datenbank mit rund 20.000 Fragen und Antworten, die größtenteils mit der plötzeburgischen Version von Wikipedia ausgeschafft wurde, im Sommer 2019 mit bald 5.000 Synonymen und zusammen habe ich mit der Equipe vom LOD Plötzeburger Online-Diktionär erweitert. 2019 hat er zusammen mit RTL, rtl.lu, Sprachspiele entwickelt, das bis zu 12.000 Mal pro Woche im Moment angeklickt wird. Seit 1999 geht Jerome auch Lützeburg Kurem, für die ich auf der Uni Trier, dann auf der Uni Namur und seit 2006 für die Gemeinde Lützeburg. Für das Schuljahr 2019-2020 geht hier noch Lützeburg Kurem für den Institut National des Langues. Und in den letzten 20 Jahren konnte hier so mehr wie 2000 Schülerinnen und Studenten und Schüler Lützeburg beibringen. Sie froh, dass er eigentlich von seinen früheren Schülerinnen hier, wo jetzt auch zwei sogar sind hier, und ich bin gefroht, wer kennt so viele strenge Prof, wenn sie mir gesagt haben, mir nicht so viel beibringen. Das muss ich noch so. Ne? Aber vom Dezember 2005 bis 2011 hat hier ein Expertenkomitee von der Europäischen Charta für Regional- oder Minoritätssprachen am Europarat vertrat. Und das Membre effektiv am Institut Grand Ducal, Section Linguistique, Ethnologie und Onomastique. Und dann am November 2019 bringt hier neben zusammen mit Aktion Lützeburg die englische Übersetzung von seinem Buch Werbentabellen auf Lützeburg raus, die doch alle guten hier für uns leihen und dann die doch hier noch gerne können, dann klingen Souvenir, weil ich meegemacht habe, hierher zu kommen, herab zu kommen, die haben doch kleine Karte mit Themen holen, dann noch für das ich umzugucken. Das ist also das, was auf Französisch schon rauskommen ist, nur als etwas, wo man durch den Komitee, wo man sich umgeschwärmt, wie gut für etwas zu machen, auch für die Englischsprache, ich komme immer Medien hier hin, für denen zu helfen, eben werben, Lützeburg werben, wo sie die Tabellen haben, wo sie das können machen. Wir konnten das Buch rausgehen, dank der großzügigen Unterstützung von der Fondation CGFP. Und dafür, das will ich mich erinnern, noch ein nach einem Gemerzig, und mir da leider doch schon gesagt, den aber damit ich nicht kann kommen, mehr nicht mehr erinnern, eine geschickt. Sie haben das wirklich ganz großzügig unterstützt an dem Projekt, und da haben wir gesagt, dass das ein Flott sagt, dann gehen wir die Suche, die wir kriegen dafür aus, und wir machen eben damit etwas, wo man etwas bleibt, auch nur für die Leute, die in Lützeburg leben, die hinkommen sind, dafür ich, da erinnern an auch der ganze Fondation CGFP, dafür ganz große Merci. Merci, will ich einfach auch so an der Madame Astrid Lulling, Großtante von Jerome, die ihn immer unterstützt hat. Ich muss sagen, da darf ich das so, ich finde, ich müsste so lachen, zu geschwärzt, aber ich finde, da geguckt immer um Television. Haut schwärzt mir, was wird eh gern. Ne? So, das ist ich und dich gern. Du hörst mich gern. Du kannst mich gern. Da geht es wie reich als Spruch aus, ne? Das ist für euch. Ne? Voilà, wir sind das unterstützt schon immer. Wir sind auch als Aktion Lützeburg unterstützt. Und ich will auch dafür merken, den ganz schönen Riesendon, den sie uns gemacht haben. Und dann auch dort hat uns geholfen, wie gesagt, mit dem von der CGFP zusammen, dass wir konnten das Buch da herausgeben. Also dafür vielmals merken. Dafür.
Voilà. Ich habe abgezählt, dass der Jérôme so viel verdenkt hat für den letzten Beuer Spruch, dass es schon bald muss man schummen, dass man nicht schon lange ihm die Plakette gehen hat für den letzten Beuer. Ich denke, jamais, oder mir wohl Tage jamais, ne? Dafür, Jérôme, wir gehen dir als Unerkennung für all das, was du für den letzten Beuer Spruch gemacht hast. Die selber, von selber Plakette, Dix Rodan Schlenz, da sind die drei Kapherren von dieser Spruch drauf und haben drauf immer aggraviert für den Jérôme Lulling sein gut Erbicht für als Spruch, 9. November 2019. Man hat ein Diplom dabei, wo wir festgehalten haben, dass wir eben am Komitee vom 16. Juli einstimmig dezidiert haben, dem Jérôme Lulling das Plakette zu verrichten als Merci für sein gut Erbicht. Wurde zu den drei Kapherren von der Spruch, wie gesagt, dass den Dix der Roder Jean de Lenz, den Dix Edmond La Fontaine, war 1823 zu Lützeburg geboren, also 1891 zu feiern gestorben, auf der Kurt Richter. Wir kennen von allen durch den Theaterstecker, Mumseis, der Scholzschein, Kirmes, Gersch auf der Schurcht, einfach Gedichter, der Wölfchen an der Fieschen oder Bücher über Sprache Gebreicher. Der Rodange natürlich, Michel Rodange, Nanetz Michel, wie genannt, geht von Waldbillig 1827 geboren, an Klause gestorben 1976, war Schulmeister von Beruf, Geometer. Für eine Versgeschichte Rehnert brauche ich nicht vorzustellen, der Rehnert oder der Fuß am Fragen am Ernst kriegt, oder auch dem Leiweckischen Seilit, den Lied von Jüngster da und so weiter. Und dann der Michel Lenz, auch 1820 an der Stadt geboren, und auch da gestorben 1993, war Staatsbeamter, war Conseiller. Nicht Gedichte rausgehen, oder von einem Nationallied, Dulzig, Themisch. Und interessanterweise, die drei waren alle drei Staatsbeamte. Und, das war interessant. Und dafür doch Demolz, da kann ich auch nur denken, der Merci so und CGFP, die hat als Demolz das finanziert, dass man die drei Inseln hatten auf einer schönen Plakette, die aus Omega große Dateien, wo dann sieht, der Kap drüber sind, das hängt und den drei Geburtshäuser von den drei Großen, also als Spruch, als Erinnerung eben, dass sie vieles auf ihren Spruch gemacht haben, also damals CGFP als von finanziert, dann dürfen wir auch nein, wir dürfen hier notredliche Merci. Voilà. Hallo, einfach. Hallo, einfach ging ich dann dem Jérôme, weil die Plakette, die verrechnen, die wirklich verdient hat, und ein ganz großes Merci für alles, was wir letztes Mal Spruch gemacht haben, sondern auch Encouragement, für an dem Sinn weiterzuführen. Merci vielmals. Boah, und dann meine ich, ging ich nur viel über die Werbentabelle geschwärzt. Ich ging auch dem Jérôme dann noch fort, für als ob es zu so wäre, wenn Buch von überhaupt draufsteht, wie er dort gebaut hat, dass hier nicht auch noch kann. Die Silberplakette Dix Rodange Lenz ist für mich ein außergewöhnliches Eier, die mir viel bedeutet. Weil das die erste Auszeichnung, die ich für meinen Erbesten über Ausspruch kriege. Wie ich vor über 25 Jahren mit meiner Magisterarbeit über das Lützeburg angefangen habe, hätte ich mir die Wehe nicht so schwer vorgestellt. Ich habe die Forschungsarbeit rund um als Spruch, also die Luxemburgistik, löserlos entdeckt. Ich war überrascht, wie viele gescheite Leute schon lange vor mir dichte Sachen geschrieben haben. Und ich dachte bei mir, was soll ich da noch viel Neues dazu sagen? Das ist doch schon alles da. Mir ist aufgefallen, dass das Ende 90er nicht mehr ganz wenig von all dem Wissen im Internet gab. Also sind dann eben Instrumente wie das Spellchecker, der Luxdico, die Videolektionen oder die Online-Kreuzworträtsel los und los entstanden. Mir alles das hätte ich ganz sicher nicht ohne die Vierarbeiten von anderen Leuten können machen. Und die hatten damals nicht mal kein Internet und auch keine so performanten Computeren, wie wir das heute haben. Sie alle haben mit ihren Erbesten geholfen. Ohne sie ging ich ganz sicher nicht hier stehen. Und ein paar von ihnen kruten auch die Silberplakette Dix Rodange Lenz lang vor mir überreicht, was mich natürlich nach mir berührt. Als Spruch hat eine lexikografische und linguistische Tradition. Innovation ist nicht mehr möglich, wenn wir diese Tradition respektieren. Sonst erfahren wir das immer nicht neu und bleiben bei der Imitation hängen. Ich will hier nicht nehmen, den Leuten Merci sagen, die mir mit ihren Erbesten geholfen haben, sondern auch all den Leuten, die mich persönlich auf dem langen, hier einsamen, hier schweren Weg begleitet und formiert haben.
all meine Jofferen, Schulmeisterin, Lycée-Profen zu Lützburg und Unis-Profen zu Montpellier ein dicke Merci. Das gilt auch für meine Klassenkameraden an Arbeitskollegen. Ich weiß, es war, es ist nicht immer einfach mit mir. Ich so in Ihnen all Merci für Ihre Geduld und Unterstützung. Und natürlich meine Schüler. Glaubt mir, es ist nicht einfach als Spruch zu lehren. Nicht nur als es ein ziemlich komplexer Spruch, man dabei könnt, dass diese nicht mehr überall am Alltag kann schwätzen. Meine Schüler erzählen mir immer nichts, wie schwierig es für sie ist, hier nicht Wissen auch anzusetzen. Hier bleibt noch vieles zu machen, als ihr wird nicht mehr, dass ihr als Spruch immer mehr auf Schilder und auf Gebäude könnt lesen. Für was steht zum Beispiel bei näheren Zehen an Drecken auf Angangstieren hier im Land? Klang einfach Gester, wie sie gingen bestimmt wirken und helfen. Da will ich auch meiner Familie merci sagen, ohne dem ich mein Studium richtig rausgesucht, ruiniert hätte. Ja. Ich will mein Gerdl und mein Peter könnten das heute nach Madalieven. Das ist leider immer noch ein Problem, auch was ich da ganz viel an den letzten Jahren geändert hat, egal ob Student, Forscher oder Enseignant. Es geht darum, dass auch für uns Spruch solid berufliche Perspektiven angeboten gehen, genau wie das ja auch für andere Sprachen hier im Land der Fall ist. Ich kann der Gemeinde Lützburg nicht merci genug sagen, dass sie mich fest angestellt hat, für den für Lützburg-Kuren an der Stadt zu halten. Soweit ich weiß, ist die Gemeinde Lützburg immer noch die einzige Gemeinde, die Lützburg Enseignant fest anstellt. Ich wünsche mir, dass auch andere Gemeinden Not sehen. Merci auch dem INL, dem Institut National des Langues, wo ich dieses Jahr ein Stage darf machen. Zum Schluss ein riesen Merci an die Aktion Lützburg, aber besonders an den Dr. Tom Weidisch, den die Übersetzung von unserem Werbebuch gelegt hat. Die Aktion Lützburg hier ein Ersatz für einen Spruch, als er bleibt exemplarisch. Und ich wünsche mir, dass es nach lang so viel geht. Vielmals merci. Das Lützburger Verbe sind ein ziemlich interessantes Phänomen. Es gibt schon eine ganze Reihe von linguistischen Arbeiten dazu, am Internet und auch auf Hawaii. Ihr fand hinten am Buch eine detaillierte Bibliografie. Schon habe schon ein Beispiel, ein Exemplar geschenkt. Hinten am Buch seht ihr seit 100 eine ganze Reihe von Referenzen. Das sind sie nicht alle, aber das sind die, mit denen wir hauptsächlich geschafft haben. Ich habe mich natürlich, wie hätte doch ähnlich können sehen, beim Herrn Schanen seine Grammären am meisten über uns Verben informiert. Hier hat sie auf verschiedene Gruppen klassiert. Wir an alle Gruppen waren es Innergruppen, weil wir eben so viel unregelmäßig Verben haben. Ich habe mich letzten Endes für die Präsentation von der Werbelust am Buch Lützburg für Alltag entschieden. Das Buch war vom Centre de Langue ausgeschafft, der Loden INL ist. Und an dem Buch sind sie einfach an alphabetischer Reihe voll abgezählt. Mehr ohne Übersetzung. Der nächste Teil von unserem Buch besteht also als einer Lust von Verben am Indikativ Präsent und am Passé Composé. Mit natürlich lo enger englischer Übersetzung. Die von der Seite 10, da seht ihr ganz einfach alphabetisch reihevoll, den Präsent und den Passé Composé. Mit der englischen Übersetzung. Das Licht als meine Schüler aber nicht durchgegangen. Sie hätten auch gerne Beispiele gehabt. Und die finden dann am zweiten Teil, Seite 35. Lohse da war so, dass der Verb DAX auf verschiedene Art und Weise mit verschiedenen Bedeutungen angesetzt kann gehen. Hol zum Beispiel das Verb abholen. Sie holen ein Kant an ihre Familie ab. Sie holen ihre Stimme ab. Wir müssen den Kontakt mit ihnen nicht abholen. Ja. Und aus Platzgründen konnte man natürlich nicht für alle Bedeutungen ein Beispiel an Buch dran setzen.
die ich von den am LOD, LOD.lu, das ist ein exzellent Arbeit, mehr das am Internet, gell? Wobei ja, kannst du das viel zu viel Platz. Es ist auch nicht darum gegangen, für LO einen kompletten Diktionär herauszubringen. Mehr einfach eine praktische Hilfe, die den englischsprachigen Schülern ermöglicht, sich mehr leicht an die Lützebäuerisch heranzuschaffen. Am ersten und am zweiten Teil wird es sich auch durchgegangen, mehr an meine Kuren teilen ich auch immer nicht Grammärstabellen aus. An meine Schüler haben assistiert, dass ich die auch an das Buch dran setzen soll, dann hätten sie alles beieinander. Das Grammärstabelle finden sie dann am dritten Teil. Da geht es nicht mehr um die Verben, Seite 51. Und am vierten Teil finden sie mehr allgemein Grammärstabellen, Seite 84. Und zum Schluss ist, wie schon gesagt, eine Bibliografie mit auch ein paar wichtigen Adressen für Lützburg zu lehren. Den einen oder anderen von euch kann sich vielleicht erinnern, wie ich heute mal Brille eine Expose über mein Kreuzworträtsel und über das Sprachenspiel gehalten habe. Ich hätte mir nicht drehen gelassen, dass 6 Monate drauf schon eine englische Version von meinem Buch Verbentabellen auf Lützburg zu kriegen wird. Das Buch ist 2014 mit einer französischen Übersetzung herausgekommen. Ich hatte von Anfang an Succes damit und ich habe es bis jetzt schon 3 Mal nachdrücken lassen. Mit den englischsprachigen Schülern haben immer nicht gefragt, wo bleibt die englische Übersetzung? Ich habe 5 Jahre lang noch Partner gesucht, um mir dabei zu helfen, nicht auf Englisch rauszugehen. Allein konnte ich das nicht machen, weil erstens ist mein Englisch nicht so gut. Und zweitens sind so Publikationen auch immer nicht mit finanziellen Risiken verbunden. Der Lützebäuer Marché ist nun mal nicht ganz groß. Dafür kann ich hier neben der Axel Lützebäuer und dem Tom Weidisch vielmals Merci sagen. Hier war also Chef de Projet. Hier wird eine Equipe von Übersetzer an einem Grafiker eure Kochzeit auf B gestellt, anders auch bei der informatischen Struktur geholfen. Vielmals merci, Tom. Das fand von alles ganz einfach. 2 Jahre für die Gärung zu managen. Super. Zack. Du passt mir locker. Ja, alles schon kein... Ich besser locker. Alles also. Schon kein Joggingsbox. Ja. Das war hier. Ja, das war meine Kondition. Kein Joggingsbox. So, also, merci auch der Fondation de la Fonction Publique für ihre finanzielle Unterstützung. Ein großes Merci dann natürlich auch an all die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich erlaube mir hier nicht kurz aufzuzählen. Sie stehen auch hier am Präface. An am Stau. An am Stau. Ja. An am Stau steht so. Naja, also Christine Dury hat zusammen mit Tom Weidisch das Buch übersetzt, zumal der komplizierte Grammärstil. Den Herr Paul Haufels, dem Tom Simoni, hat alles gut überlesen, alle beide sind Englischprof, und den Herr Haufels war auch noch mein Englischprof am Medisches Lese zuerst. Das war ganz super, ja. Und dann Matt Gohle von auch Carol Cleland und Phil Taylor, alle beide Native Speakers, Jelena Tadic, der Patrick. Ja, das du, meine Frau. Ja. So muss ja. Merci, Jelena. Ich erfahre noch kein Name, die gehen natürlich. Ja. Ja. Der Patrick Ehleringer, der Patrick ja. Kell. Ja, merci. Und der Lex Roth, den leider heute nicht kommt kommen. Sogar die Equipe vom LOD rund um Luc Marteling, dem neuen Direktor vom Center für Lützburger Spruch, hat als paar Mal geholfen, der sieht, das ist nicht mehr mein Buch. Das ist nur ein Buch. Voilà. Vielen Dank. Merci. Ja, merci, Jérôme. Die auch die Flotze Summen haben, ich will ein Buch mir wünschen und dem Buch wirklich den Succes, den es verdient hat, dass es nicht nur ein Heim, ein Ausländer sind, dass es bescheid ist, dass auch Leute hingehen, die kaufen, das an der Librarien zu kriegen. Von der
Leute kennt, die aus dem englischsprachigen Raum kommen und die will Lützeburg lehren, für was nicht so, und da geht etwas. Und da wünsche ich nicht, dass wir geschwind auch ein bisschen notdrücken, so wie bei den Letzten, bei den Französischen schon der Fall wäre. Auf alle Fälle, die haben die Notennummer gedrückt, dann gucken, dass die nicht Leute kommen. Voilà, das ist der offizielle Teil, den wir wollten machen. Wir sind noch hier nicht nur für Notzulauschen, noch für ein paar Zusammen zu trinken, noch für ein bisschen vielleicht so ein Gespräch mal zu kommen. Dafür ging es ja auch nur vom Komitee von Aktion Lützeburg dann wollen auf ein kleines Pätzchen invitieren. Und da ist auch noch ein kleines Mäufel dabei für zu essen. Und da wünschen wir uns noch ein paar gemütliche Momente zusammen. Und ihr seid alle Guten, all Gutes für die Lützeburger Sprache, unterstützt die Lützeburger Sprache. Und dann werden wir uns vielleicht die nächste Kirche in das Rimm gesehen, im Freiungspad. Wie weiß, wer mit anderen heute ist, kennen wir. All Gutes für euch und schönen Abend.